Ja, hallo liebe Fans von F1 Insider, das war Sebastian Vettel, der heute kein so gutes Rennen hinter sich gebracht hat. Aber das lag nicht an ihm, das lag mal wieder an den Gegnern, in diesem Fall Pierre Gasly, der ihn rumgedreht hat. Wieder ist Sebastian Vettel im Kiesbett gelandet. Am Ende, oh, jetzt schlagt mich nicht, ich weiß es gar nicht, 17. geworden, glaube ich. Naja, und bei den Interviews hinterher bei Sky, bei Sandra Baumgartner, da sah er nicht so richtig happy aus. Aber jetzt eben, ihr habt es ja kurz gesehen, als er an uns vorbeiging, hatte schon wieder ein Lächeln auf den Lippen, hat da eben auch noch mit seinen Mechanikern und mit seinem Chefingenieur so ein bisschen rumgeflaxt. Naja, also Sebastian Vettel weiter am Scheideweg, macht er weiter, macht er nicht weiter. Wochenenden wie diese, glaube ich, verleiten ihn nicht gerade dazu, dass er seine Karriere fortführt. Aber vielleicht wird es ja auch mal wieder ein bisschen besser. Le Castellet, nächste Chance in 14 Tagen. Sebastian verlässt jetzt das Fahrerlager. Wenn Alex nochmal rumfilmt, da steht auch Mike Krack, sein Teamchef. Ja, genau, wird interviewt von Tom Clarkson. Mit Mike Krack könnt ihr übrigens in der nächsten Woche bei uns auch noch ein Interview lesen, denn den haben wir exklusiv gehabt dieses Wochenende, aber noch nicht veröffentlicht. Haben mit ihm natürlich darüber gesprochen, wie er Sepp davon überzeugen will, dass Sepp bei Aston Martin bleiben kann. So, und nun kommen wir aber eigentlich zu dem Thema des Tages, nämlich zu den Siegern. Deswegen stehen wir hier in Rot. Sebastian Vettels Ex-Team sozusagen, Ferrari, diesmal mit Charles Leclerc heute ganz vorne, den großen Preis von Österreich in Spielberg hier gewonnen und damit die Red Bull und Verstappen-Party ein klein wenig verdorben. War ein starkes Rennen von Leclerc, muss man sagen. Max Verstappen am Start besser weggekommen, aber hat die schneller abbauenden Reifen gehabt. Charles Leclerc hat eindeutig seine Pneus diesmal besser gemanagt, hat Verstappen dreimal überholt, kurz nach dem Start und dann nach jedem Boxenstopp. Also war ein ganz klar verdienter Sieg. Am Ende, im letzten Sinn, konnte Verstappen zwar noch aufholen, aber Leclerc hat nichts mehr anbrennen lassen. Obwohl es doch zu einem kleinen Zittersieg wurde, denn in den letzten 5 Runden, nachdem, und da kommen wir gleich noch zu, sein Teamkollege Carlos Sainz ausgefallen ist, hat bei Charles Leclerc das Gaspedal geklemmt. Also er konnte es nicht mehr in die Nullposition zurück befördern. Und da hat er natürlich ein bisschen Panik gekriegt und hat gedacht, dieser Sieg könnte ihm doch noch durch die Finger flutschen. Aber nein. Er hat seinen Rückstand auf Max Verstappen in der WM auf 38 Punkte verkürzt, ist jetzt wieder Zweiter, hat Perez überholt, naja, und ist eigentlich wieder drin im WM-Kampf. Wenn die Roten so weitermachen, dann ist da durchaus noch was möglich, aber, das ist sein Teamkollege heute, Carlos Sainz. Nicht, weil Carlos Sainz so schlecht gefahren ist, nein, der lag auf Podestkurs, hätte vielleicht auch sogar Max Verstappen kriegen können, wobei, nee, Max Verstappen war am Ende dann doch zu stark, aber lag auf Podestkurs, bis es Boom gemacht hat. Ja, schon wieder ein Motorschaden bei Ferrari, und zwar ein richtiger. Man konnte richtig sehen, wie es unter der Motorhaube explodiert ist. Carlos Sainz wollte das Auto dann abstellen, konnte aber nicht richtig bremsen. Das Auto ist rückwärts gerollt, die Flammen züngelten dann aus dem Heck. Carlos saß immer noch im Auto und plötzlich inmitten eines, naja, kleinen Flammenmeers, kann man schon fast sagen. Rauch überall, er ist dann doch noch rechtzeitig aus dem Auto rausgekommen, weil das sind natürlich keine Bilder, die man unbedingt sehen will. Ich habe vorhin mitgekriegt, dass er auch noch nicht so scharf darauf war, so viele Interviews zu geben. Servus TV hat keins mehr gekriegt, weil sein Manager und Cousin gesagt hat, nein, heute ist es nicht. Ist natürlich für Carlos auch wieder ein Rückschlag in der WM. Sein Teamkollege hat heute gewonnen, 25 Punkte gut gemacht. Er keine Punkte, damit rückt dann doch die Entscheidung vielleicht näher, dass es bei Ferrari eine Nummer 1 geben könnte. Das hatte Teamchef Mattia Binotto ja bereits angedeutet an diesem Wochenende, dass es einen bestimmten Zeitpunkt in der Saison geben wird, wo man sich dann auch für eine Nummer 1 bei Ferrari entscheidet. Und dieser Zeitpunkt könnte natürlich nur mit so einem Ergebnis heute für Carlos Sainz näher gerückt sein. So, das war's erstmal von Ferrari und eben auch Sebastian Vettel. Wir gehen jetzt zu dem Deutschen, der uns heute besonders viel Freude gemacht hat. Mick Schumacher ans andere Ende des Fahrerlagers. Mick Schumacher sind wir unterbrochen worden von Esteban Ocon. Heute 5. Starkes Rennen von Alpine, starkes Rennen von Ocon. Damit hat er seinen Platz nochmal wieder weiter gesichert, hat ja sowieso einen langfristigen Vertrag. Aber trotz allem steht Ocon ja immer mal wieder auch in der Kritik. Das kann man heute nicht sagen. Bravo, also souveränes, starkes Rennen gefahren hinter George Russell auf Platz 5. Und hat damit auch seinen Teamkollegen Fernando Alonso hinter sich gelassen, was man ja erstmal schaffen muss. Fernando Alonso, immerhin Doppelweltmeister, galt lange als einer der Besten, den die Formel 1 hier hat, ist das auch immer noch. Und wenn man den schlägt, muss man sagen, hat Esteban Ocon gut gemacht. Aber nun weiter zu Mick Schumacher und Haas. So, sind wir am Ende des Fahrerlagers angekommen. Mal wieder beim kleinsten Team, wie ich das schon so gesagt habe, mit dem kleinsten Motorhome, Haas.
Aber heute ist es nicht das kleinste Team, zumindest nicht, was die Erfolge angeht. Denn Mick Schumacher ist Sechster geworden, hat damit zum zweiten Mal in Folge Punkte geholt. Der Knoten ist tatsächlich geplatzt. Und man konnte auch sehen, wie glücklich die waren. So, jetzt müssen wir aufpassen, dass wir hier nicht überfahren werden vom Gabelstapler. Man konnte sehen, wie glücklich sie bei Haas waren. Ich habe vorhin schon kurz mit Günther Steiner gesprochen und auch mit Mick Schumacher, der selten sich abklatschen lässt, sage ich jetzt mal. Diesmal hat er es gemacht, hatte ein Lächeln auf dem Gesicht. Er ist ein sehr, sehr, sehr gutes Rennen gefahren, ist von den Fans zum Fahrer des Tages gewählt worden, weil er ein Überholmanöver nach dem anderen gezeigt hat. Unter anderem Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Lando Norris und seinen Teamkollegen Kevin Magnussen. Mick Schumacher ist angekommen in der Formel 1, das finde ich, kann man jetzt wirklich so sagen. Auch sein Teamchef war sehr, sehr happy, hat ihn gelobt, hat auch seine Fähigkeiten am Lenkrad beim Überholen gelobt. Die Stimmung bei Haas, sie ist jetzt endlich gut. Und Günther Steiner hat vorhin auch nochmal gesagt, der Druck ist natürlich groß, wenn du ein Team hast, was jetzt dann auch ins Mittelfeld fahren kann, in die Punkte fahren kann, wenn du den Sohn von Michael Schumacher in diesem Auto hast, auch noch auf einer Strecke wie hier Spielberg, wo ja auch Michael Schumacher ja, Sieger eingefahren ist, wo es diverse Ferrari-Skandale gab. Ich erinnere nur an Rubens Lente Michael Pass for the Championship. Jean Todt war das damals. Der Druck ist da natürlich sehr, sehr hoch, wenn diese Kombination mit dem Namen Schumacher hier in der Formel 1 fährt. Aber sie haben den Druck abgestreift. Günther hat auch gesagt, Mick ist seit Kanada ruhig. Mick hat gesagt, seit Kanada fühlt sich sein Auto mega an und das merkt man jetzt. Wie gesagt, er ist angekommen in der Formel 1 aus deutscher Sicht. Ja, kann es keine bessere Nachricht geben. Wir freuen uns. Mick hat das Fahrerlager, glaube ich, schon verlassen. Nichtsdestotrotz gratulieren wir auch an dieser Stelle nochmal und freuen uns schon auf das nächste Rennen in Le Castellet. Gehen aber jetzt nochmal ans andere Ende zu Mercedes. So, wir sind noch nicht ganz bis Mercedes gekommen, weil wir hier Halt machen müssen bei McLaren. McLaren heute mit Lando Norris und Daniel Ricciardo auf den Plätzen 7 und 9. Und das ist insofern bemerkenswert, weil sie am Freitag im Qualifying ja noch nirgendwo waren. Andreas Seidel, der Teamchef, hat gesagt, wenn man unsere Gesichter Freitagabend gesehen hätte und jetzt, dann ist das ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und das stimmt auch. Ja, McLaren hat sich an diesem Wochenende zurückgekämpft. Lando Norris ist zwar auch von Mick Schumacher überholt worden, hat dann noch ein bisschen rumgemeckert, dass Mick in der Bremszone ja, die Tür ein bisschen zugemacht hat, also nach links gelenkt hat. Ich sage immer, das machen nur die ganz Großen. Ja, freuen wir uns ein bisschen für Mick und ist vielleicht ein schönes Duell der Zukunft, Mick Schumacher gegen Lando Norris. Und für Daniel Ricciardo freut uns das auch extrem. Daniel Ricciardo hat zwei sehr, sehr harte Jahre hier bei McLaren hinter sich und dass er jetzt mal wieder auch einen Punkt holen konnte und vielleicht doch noch auch seinem Teamchef und vor allen Dingen Zak Brown, dem CEO zeigen kann, dass man seinen Vertrag nicht auflösen sollte. Das ist ganz wichtig, wenn Daniel Ricciardo nächstes Jahr nicht mehr in der Formel 1 fährt, dann geht der Formel 1 ein Fahrer verloren, der viel Charisma hat, immer gut drauf ist und das sollten wir versuchen zu verhindern aus Formel 1 Sicht und auch aus deutscher Sicht. Denn auch in Deutschland kommt dein Ricciardo ja immer sehr, sehr gut an. Auch natürlich dank des deutschen Teamchefs Andreas Seidel. Und damit gehen wir weiter zu Mercedes. So, jetzt habt ihr kurz nochmal den Red Bull Teammanager gesehen, Jonathan Wheatley. Ganz zufrieden wird der heute nicht sein, denn natürlich hat man sich hier bei Red Bull mehr ausgerechnet. Man wollte natürlich das Heimrennen gewinnen, so wie die Jahre zuvor auch hier in Spielberg. Das hat man nicht geschafft, weil der Reifenverschleiß größer war als erwartet. Auf den ersten drei Sätzen hatte Verstappen einfach Probleme und diese Chance hat Leclerc genutzt, um zu gewinnen. Das ist alarmierend, hat Helmut Marko gesagt, könnte aber auch deshalb sein, weil es hier heute früh ja auch noch geregnet hat. Sergio Perez, der zweite Red Bull, der konnte leider heute nichts ausrichten. Ja, jetzt sehen wir hier nochmal einen lustigen Hund. Ja, hier sind nicht nur zwei Beine im Fahrerlager, sondern auch vier Beine im Fahrerlager. Die Formel 1 sehr, sehr hunde- und tierfreundlich, kann man sagen. Na, die Motoren sind ja auch nicht mehr ganz so laut, wie sie mal waren. Wobei, heute konnte man hören, wie die Vergangenheit war. Ralf Schumacher ist hier unter anderem mit dem 10-Zylinder im BMW Williams lang gefahren und das hat in den Ohren wehgetan, kann ich euch sagen. Das waren noch Zeiten. Ralf Schumacher ist übrigens sogar die schnellste Freitagszeit gefahren und jetzt überlegt Toto Wolff, ob er ihm ein Angebot macht. Naja, so viel Spaß beiseite. Sind wir hier nochmal bei Red Bull für Perez. Sergio Perez, den Teamkollegen von Max Verstappen, ja, war das ein Tag zum Vergessen. Der wurde direkt in der ersten Runde von George Russell abgeräumt sozusagen. George Russell hat dafür auch eine 5-Sekunden-Stop-and-Go-Strafe gekriegt. Für Perez war das Rennen beendet, er konnte Red Bull heute nicht unterstützen. Aber Max Verstappen führt in der WM weiter. Kein komplett vergessener Tag oder Tag zum Vergessen für Red Bull. Ja, also hier geht jetzt gerade
Sergio Perez und George Russell. Ja, das passt ja. Und jetzt gehen wir mal hinterher, weil die zwei haben eigentlich noch ein Gespräch zu führen. Und da sprechen sie sich jetzt wohl gerade aus. Weil George Russell hat Sergio Perez ja heute abgeräumt. Ja, ganz glücklich sieht Perez nicht aus, aber er scheint die Entschuldigung anzunehmen. Das ist doch schön, sowas zu sehen. Und es freut uns, dass es zwischen zwei Top-Fahrern auch immer noch gute Gespräche geben kann. Jetzt dränge ich mich noch mal kurz hier ins Bild. Sergio Perez. Ja, in der ersten Runde von George Russell abgeräumt. Damit war das Rennen für ihn dann auch beendet. Red Bull nur ein Eisen im Feuer. Aber wie ihr gesehen habt, das Leben geht weiter. Carlos Sainz und Lando Norris. Ich lasse euch einfach mal mit den beiden alleine. Da gibt es einiges zu besprechen, und zwar wie heiß Carlos Sainz unterm Hintern geworden ist bei seinem Motorschaden. Aber Carlos kann schon wieder lachen. Lando kann auch lachen, ist siebter geworden heute. Chuck Clear geht im Hintergrund lang. Schön zu sehen, wenn Fahrer sich so gut unterhalten können. Und ein kleiner Schwenk nach unten. Wer ist hier wieder? Unser vierbeiniger Freund, der Service Dog. Dem ist das alles scheißegal, wer sich hier unterhält. Ob das Lando Norris und Carlos Sainz sind oder Hinz und Kunz. So, jetzt sehen wir hier nochmal Daniel Ricciardo. Der Honey Badger kann wieder grinsen nach Platz 9 heute. Und süß, wie er auch den Hund streichelt. So, Daniel, well done. Daniel Ricciardo, wie ich vorhin gesagt habe, einer der nettesten hier im Fahrerlager. So, wir sind hier wieder bei Mercedes. Und wer ist da wieder? Paul Ripke. Immer pünktlich dann da, wenn wir kommen. Lewis Hamilton heute Dritter geworden. Für Mercedes ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Lewis kann zufrieden damit sein. Mercedes auch. Sie machen weiterhin Fortschritte, auch wenn während des Wochenendes Mercedes-Teamchef Toto Wolff doch ein wenig gejammert hat, dass der Mercedes zu viel Drag hat, also zu viel Luftwiderstand. Natürlich hat Mercedes auch profitiert vom Ausfall von Carlos Sainz und Sergio Perez. Aber trotzdem, man muss es nach Hause fahren. Dritter Platz auf dem Podium für Lewis Hamilton. Sehr, sehr gut. Aber Lewis hat sich natürlich auch über ein Thema hier. Hier kommt noch einmal der Hund. Auch ein Lewis Hamilton-Thema, der ja Hunde liebt, wie wir wissen, seinen Hund Roscoe. Paul Ripke verlässt das Motorhome zusammen mit Mercedes-Teamchef Toto Wolff. Ich lasse euch einfach mal kurz den Blick auf Toto. Auch Susi mit dabei, seine Ehefrau. Ja, Toto kann eigentlich heute zufrieden sein mit Platz 3 durch Lewis Hamilton. Die Jacke besonders. Ein besonderes Stück mit einem angedeuteten Mercedes-Stern, der aussieht wie ein Bär. Süß, süß. Wir haben jetzt hier Hunde gesehen, wir haben jetzt Toto Wolff mit dem Bären gesehen auf dem Rücken. Nichtsdestotrotz gibt es auch ein Thema, was ein bisschen negativer hier in Spielberg war. Was natürlich auch besonders Lewis Hamilton mitnimmt. Es geht darum, dass es hier Berichte gab in den sozialen Medien, dass Frauen auf den Tribünen offenbar von den Verstappen-Fans angemacht worden sind, sexuell belästigt worden sind, diskriminiert worden sind, also abwertend behandelt worden sind. Das wollen wir natürlich überhaupt nicht sehen und das wollen hier auch die Fahrer nicht sehen. Gerade Lewis Hamilton, der sich ja für Gleichberechtigung gegen Diskriminierung immer wieder einsetzt. Er hat gesagt, sowas darf es in der Formel 1 nicht geben. Zum Glück hat Gleiches auch Red Bull gesagt. Max Verstappen hat gesagt, vielleicht sollte man dafür sorgen, dass eben nicht so viel Alkohol konsumiert werden kann im Rahmen der Formel 1. Das ist natürlich ein Problem. Hier wird gekämmt, es ist ein Wochenende, es geht von Freitag bis Sonntag. Natürlich wird da dann abends auch Alkohol getrunken. Ich selbst war auch früher Fan, ich war großer Michael Schumacher-Fan, habe auch gekämmt am Hockenheimring, am Nürburgring, am Ungaroring. Es war schon immer ein kleines Problem, aber gerade in der heutigen Zeit ist es so, dass es sowas nicht mehr geben sollte. Und es ist gut, dass sich die Fahrer dagegen auch äußern, dafür einsetzen. Dass Frauen eben auch im Umfeld der Formel 1 im Motorsport gleichberechtigt behandelt werden. Ja, das wollen wir als kleines Schlusswort nehmen, uns verabschieden hier aus Spielberg. Mein Kollege Ralf Bach ist das nächste Mal wieder in Le Castellet dabei. Dann werdet ihr auch unser Kamerakind Alex, den ich jetzt noch mal kurz zeige. Hallo Alex, genau. Hi. Alex hat hier immer schön gefilmt, war das erste Mal im Fahrerlager der Formel 1, also praktisch seine Premiere für euch hier vor Ort, hat mich begleitet. Alex wird dann praktisch aus Le Castellet wieder zusammen mit Ralf skypen, der dann dort im Pressezentrum sitzen wird und euch wieder mit den neuesten Infos versorgen wird. Ich sag ja für meinen Teil tschüss, schön, dass ihr uns verfolgt habt. Ja, und bis zum nächsten Mal wahrscheinlich aus Ungarn.
Bis dann, eure Bianca. Ciao.